Hi, hier ist Gay. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich habe hier so eine Konstruktion für mein Stativ. Das sieht nicht so wirklich sicher aus. Naja, wir werden sehen. Also wenn es irgendwie gleich blub macht und du dann den Ventilator siehst, dann weißt du, dass es nicht so ganz geklappt hat. Hi, hi, einen wunderschönen guten, was habt ihr? Tag, Mittag, glaube ich. Und ja, genau, ihr habt kurz vor 12. Denn ich hatte eigentlich gesagt, ich bin heute um Punkt 12 Uhr live. Ja, aber jetzt muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe so einen Hunger. Und das Essen, das macht sich ja dann auch nicht von alleine, dass ich gedacht habe, mir ist gerade egal, ich gehe jetzt schon live. Ne? Und ja, kannst du das halt um 12 Uhr dann als Aufzeichnung angucken. 3:30 Uhr, Leute, 3:30 Uhr, seit wir hier angekommen sind. Vorher waren wir ja in Thailand und hatten das Tempelfest. Und Tempelfest ging bis morgens um 2. Boom, 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 boom. Oh meine Güte, das wackelt so, es ist gigantisch. Katrin, grüße dich. Ja, bis morgens um 2, ne? Der Tempel war bei uns quasi um die Ecke. Super schönes Fest, ganz toll gemacht. Nur wenn man halt Frühaufsteher ist und morgens halt um 6:30 Uhr schon am Strand sein möchte, um da das ganze Morgenprogramm durchzuziehen, dann ist so bis 2 Uhr nicht so der Hit, gell, sag ich dir. Da fehlt einem ein bisschen Schlaf. Nun, jetzt sind wir ja in Kuala Lumpur und hier ist weit und breit kein Tempel. Hier ist ein ganz toller Pool. Das heißt, wir schlafen gut. Und wenn ich gut schlafe, dann bin ich früh wach. Der Grund, warum ich so gut schlafe, die 5 Schritte, die teile ich heute mit dir. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe einfach gedacht, boah, das muss doch mal raus in die Welt, ne? Weil das ist alles sowas von einfach. Ist ja kein Geheimnis. Und deswegen teile ich es jetzt mit dir. Und wenn du Lust hast, dann bleibst du dabei und hörst dir meine 5 Schritte an. Und wenn nicht, dann hab noch eine schöne Mittagszeit. Wenn du mich kennst, dann weißt du, immer wenn wir an einem neuen Ort ankommen, und das ist ja bei uns dann doch oft recht häufig der Fall. Ey, Sonja, schon wieder dabei, vorhin in der Gruppe und jetzt hier, grüß dich. Dann, was machen wir? Wir machen eine Form von Detox. Manchmal ist es Saftfasten, manchmal ist es einfach nur Obst essen, manchmal ist es komplett gar nichts essen und nur Wasser trinken. Da kommt immer drauf an, wie wir gerade so drauf sind. Es kommt drauf an, wo wir sind, was es da so gibt. Wir haben auch mal nur Kokosnüsse getrunken und gegessen. Ne? Also wie das Training, wie wir trainieren können. Also das spielen so ein paar Faktoren eine Rolle. Diesmal ist es so, dass wir Obst und Gemüse. Das kann man noch mal Fasten nennen. Also wir essen Obst und Gemüse, was wir ja eigentlich sonst auch immer tun, aber wir trinken zum Beispiel keinen Alkohol. Also das heißt, es gibt jetzt kein Bierchen für den Herrn, ja, und für mich gibt es keinen Cocktail. Ich habe ja, bin ja Cocktailmeisterin mittlerweile geworden. Also sprich, wir essen noch bewusster, wenn es überhaupt geht, und wir verzichten eben auf so die, ja, die kleinen Leckereien des Lebens. Es gibt aber trotzdem Nachtisch. Mein Schokomus gibt es, Schokomus muss sein, ist ja auch eine Banane oder eine Avocado, gehört also zu Obst und Gemüse. Was passiert, wenn wir ganz viel Obst und Gemüse essen? Na, dann gibt es eben keinen Reis dazu. Es gibt für uns dann auch keine stärkehaltigen Kohlenhydrate, sprich die Kohlenhydrate fallen weg. Punkt. Und wenn Kohlenhydrate wegfallen, dann bist du morgens fitter. Ganz einfach. Das kannst du ja mal testen. Ja, teste es mal für dich. Du kannst ja, fang doch heute Abend mal gleich damit an. Ess heute Abend mal nicht das, was du normalerweise isst. Also keine Nudeln, keine Kartoffeln, kein Reis, kein Brot. Ja, einfach mal nicht essen. Und isst bitte was anderes. Du sollst ja nicht hungern. Was könntest du essen? Na, du kannst dir einen schönen Salat machen. Machst ja, wenn du nicht vegan lebst, Schafskäse, Putenbrustfilet, was es nicht alles gibt. Machst du dir drüber oder machst du eine Gemüsepfanne, mach dir ein Gemüseblech, mach dir eine schöne Suppe, mach dir was auch immer, nur lass mal die Kohlenhydrate weg und guck mal, was es mit dir macht. Und dann natürlich auch nicht danach die Chips reinpfeifen, ne? Das macht halt auch keinen Sinn. Also,
Ich esse keine Kohlenhydrate zurzeit. Ich esse normalerweise auch recht wenig, weil die Energie habe ich ja doch immer. Aber es fällt halt extrem auf, wenn ich keine Kohlenhydrate zu mir nehme, dann bin ich eben noch früher wach. Wie gesagt, im Moment gerade um 3:30 Uhr und nicht wach und ich liege im Bett rum und denke, es ist erst 3:30 Uhr. Nee, Leute, wach, aufstehen, rausgehen, los geht's. So wach. Gigantisch, ich liebe es. Der zweite Grund, warum ich wach bin, ich kann mal wieder nicht lesen, wer zuguckt. Ne? Ich hatte wieder meine Brille auf und dann sehe ich ja wieder die kleinen Buchstaben, ne, für die Leute ab 40. Wo war ich stehen geblieben? Der zweite Grund, warum ich wach bin, ich bewege mich. Und nein, ich laufe nicht nur von der Küche ins Schlafzimmer oder sonstiges, ne, jetzt mal so ganz überspitzt gesagt. Nein, ich mache wirklich ein tägliches Workout. Ganz unterschiedlich, total abwechslungsreich, weil das ist das Geheimnis hinter der ganzen Sache, dass man sich eben abwechslungsreich bewegt. Das wirst du von dir auch kennen, ne? Geh mal sonntags in den Wald, geh da mal stramm spazieren oder geh mal nachmittags noch eine Runde laufen oder mach morgens mal eine Mobilisation. Du gehst ganz anders in den Tag rein. Komplett anders. Und da achte ich schon seit Jahren logischerweise drauf. Man ist ja auch mein Beruf in irgendeiner Form. Aber da achte ich schon immer drauf. Und ganz ehrlich, wenn ich mich nicht bewegen kann, wenn wir so reisend unterwegs sind, ne, wie wir ja gerade waren, hi Heike, und ich dann viel im Bus sitze und im Flugzeug und ich so das Gefühl habe, lass mich wenigstens mal meine Füße bewegen und mich mal strecken und recken, dann werde ich echt, ne, zur Furie. Kann man, glaube ich, so gelinde sagen. Da werde ich echt, also da werde ich böse. Also ich muss mich immer bewegen. Wenn du irgendwie mal am Flughafen so eine kleine 1,50 große, na, 1,52 bin ich ja. Also wenn du so eine kleine siehst, die da so hektisch irgendwie durch die Gegend läuft, das bin garantiert ich, weil ich da dieses Sitzen, dieses ewig lange Sitzen muss ich irgendwie kompensieren. Und durch diese Bewegung kommt natürlich auch die Energie. Und nochmal, selbst wenn du morgens nur am besten am offenen Fenster, in der frischen Luft, so ein paar Mobilisationsübungen machst, ne? So ein bisschen recken, strecken, aufdehnen, ne? Die Gelenke mal wieder dahin bringen, wo sie hingehören. Du merkst den Unterschied. Es ist gigantisch. Probier es aus. Und je mehr du machst und je abwechslungsreicher du machst und ja, mit mehr Freude du das Ganze machst, desto mehr spürst du das den ganzen Tag über. Und dann, wenn man sich bewegt, nur mal so nebenbei, abwechslungsreich bewegt mit dem richtigen Mix, ja, also dass da auch ein bisschen Ausdauer dabei ist und ja, ein bisschen Bodyweight. Und das kann alles sein. Das kann natürlich auch Mannschaftssport sein. Aber immer gucken, dass du da wirklich so gute Abwechslung hast. Das zieht sich durch den Tag und abends, du bist ausgeglichener und dann schläfst du auch entspannter. Was ja dann wiederum gut ist, wenn du früh aufwachen möchtest. Muss kein Mensch um 3:30 Uhr aufstehen. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht mehr. Früher habe ich das ja andauernd gemacht, aus ganz anderen Gründen. Aber heute bin ich halt einfach wach. Und ich meine, ich finde das genial. Ich finde es genial, wach zu sein. Nummer 3 ist, wir haben die Bewegung, wir haben aber auch die Entspannung. Und nur bewegen, nur powern und nur, ja, ich renne ja schon den ganzen Tag die Treppen auf und ab und ich mache und ich gehe ins Fitnessstudio und wa, 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 wa und ich mache und ich mache. Ja, zu der Fraktion habe ich auch jahrelang gehört. Ja, so wie meditieren, wie entspannen brauche ich doch nicht. Hallo, ich bin die Powerfrau. Erzähl du mir doch nichts von Stillsitzen. Das kann ich nicht ausstehen. Ja, ne, bis man dann irgendwann mal am Limit ist, wenn man so mit dem Porsche immer mit 180 durch die Gegend fährt. Auch irgendwann gibt der beste Porsche auf. Oder Mercedes. Wir wollen ja keine Schleichwerbung machen. Also sprich, dieses Entspannen gehört eben genauso dazu wie die Bewegung. Jetzt haben aber wir natürlich unterschiedliche, Gott, mein Deutsch, jetzt fehlt wieder deutsches Vokabular, Sätzen 6, Auffassungen, unterschiedliche Auffassungen von Entspannen.
Also die meisten, wenn sie so an Entspannen denken, ist so, ne, jo, ab aufs Sofa, Netflix-Serie anmachen, Binge-Watching, nichts gegen Binge-Watching, ich liebe Brooklyn Nine-Nine, ich liebe auch, Achtung, Achtung, jetzt kommt's, voll ihr, ich weihe dich ein in die tiefsten Geheimnisse meiner Seele, The Great British Baking Show. Voll cool, da kann man nebenbei eigentlich noch arbeiten, ne? Gibt es hier nicht in Südostasien. Ich freue mich auf Deutschland. Dann kann ich wieder The Great British Baking Show binge-watchen. Ja, also das hat aber nichts mit Entspannung zu tun. Okay? Das ist keine Entspannung. Auch durch Social Media scrollen, ne? So typische Bewegung. Hat nichts mit Entspannung zu tun. Muss man einfach mal so sagen. Entspannung. In die Ruhe kommen, in die Kraft kommen, hat was damit zu tun, dass du mal bei dir bist, ganz bei dir. Ne? Und mal diesen Gedankensalat, den du da hast, mal loslässt und sagst, jo, nach mir die Sinnflut, ihr könnt später wiederkommen. Das ist Entspannung. Einfach mal flach auf den Boden legen, ja, und hier, ja, tut gerade richtig gut. Bewusstes Atmen, das alles gehört zur Entspannung. Und nicht, oh, ich habe gerade 10 Minuten Zeit, mal gucken, was auf Facebook los ist und weil es bei Instagram Neues gibt und Pinterest muss ich aber auch noch was. Und auf YouTube gibt es bestimmt ein neues Video. Vergiss es. Das ist cool, das kannst du zwischendurch mal machen. Das hat aber nichts mit Entspannen zu tun. So, das war Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 4. Mach dich locker. Echt, hab Spaß, lach laut, geh raus, hüpf auf dem Bett rum, schmeiß die Kissen durch die Gegend. Hab einfach Spaß. Es ist echt, wir haben doch so viel an der Backe, oder? Wir haben doch echt diese ganzen Verantwortungen, Verpflichtungen. Dann geht man arbeiten und dann hat man da wieder, man muss den Kollegen, muss die unterstützen, dem Chef gerecht werden. Unterwegs ist man Autofahren unterwegs und da muss man auf alles möglich achten. Das ist, ja, ich, also ganz ehrlich, das ist ja schon fast Stress. Ne? So der ganz normale Alltag mit all seinen Herausforderungen, das ist Stress, meiner Meinung nach. Und ja, ne, bei mir denken ja immer viele, ja, die Kea Feldreise, die hat ja so gut reden. Ich habe ja auch einen Alltag, so ist es ja nicht. Also ist ja nicht so, ne, dass ich den ganzen Tag nur trainiere und am Pool rumliege. Hey, Ann-Christine, grüße dich. Ja, sondern wir haben ja genauso einen Alltag. Also wir müssen genauso essen, wo wir unterwegs sind, muss genauso aufgeräumt werden. Und wir sind in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Also Alltag haben wir auch, um das mal zu beenden. Aber du kannst natürlich deinen Alltag auch ausgleichen. Wir reden wieder von der Balance. Ich glaube, in den letzten Wochen habe ich jeden Tag das Wort Balance mindestens 70 Mal erwähnt. In diese Balance zu kommen. Ja, ich bin aktiv. Natürlich habe ich meine Aufgaben, meinen Haushalt, meine Arbeit, meine Nachbarn, meine alles Mögliche, um was ich mich da kümmere. Aber dann muss halt auch die Entspannung, ne? Dieses Lockermachen, dieses Spaß haben, dieses jetzt gerade nett, jetzt gerade nett. Das muss genauso da rein. Wenn du das nicht reinbringst, dann bist du unausgeglichen. Und unausgeglichen heißt immer mies drauf und überfordert. Und wieso hängt es eigentlich immer alles an mir? Wieso muss ich das immer alles alleine machen? Wieso kümmert sich eigentlich keiner um mich? Und so weiter. Kennst du garantiert, egal ob Mann oder Frau, ne? Die Gedanken, die haben wir alle. Männer natürlich nicht so sehr wie wir Frauen, weil wir Frauen, wir nehmen uns ja alles zu Herzen und malen uns die größten Horrorszenarien aus, was da alles passieren könnte, wenn wir mal uns nicht kümmern. Aber vertrau mir, passiert gar nichts. Ich habe es getestet, es passiert überhaupt nichts. So, jetzt habe ich natürlich meinen Zettel, der liegt irgendwo hier in meinem Chaos. Ich war bei Nummer 4. Nummer 4, Nummer 4, Nummer 5 ist definitiv, jetzt pass auf, wenn ich abends ins Bett gehe, ist ja unterschiedlich, manchmal ist es 11, manchmal ist es halb 12, gibt aber auch mal, dass ich um 10 ins Bett gehe. Weißt du, was ich mache? Hey, Andrea. Mein letzter Gedanke ist quasi, also ich mache noch ganz viele andere Sachen davor, aber mein letzter Gedanke ist quasi, oh mein Gott, ich freue mich so auf den nächsten Tag. Ja, ich weiß, ein bisschen durchgeknallt. Hey, Alex. Ich
freue mich tatsächlich abends schon auf den nächsten Tag. Ich freue mich auf meine Termine, ich freue mich auf mein Workout, ich freue mich auf mein ganzes Morgenprogramm, ich freue mich echt auf jeden Augenblick. Und ja, glaub mir, ich habe auch manchmal so Dinge, die mir keinen Spaß machen. Ne? Kennst du, haben wir alle, ne? So Dinge, die man auch so gern vor sich her schiebt. Habe ich übrigens schon länger aufgegeben, vor mir herzuschieben, weil dann schleppt man es nur von einer To-Do-Liste zur anderen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich abends sage, eigentlich kann ich es gar nicht abwarten. Am liebsten würde ich wach bleiben. Ja, so geht es mir abends. Und dann ist tatsächlich, wenn dann die Äuglein aufgehen, im Moment um 3:30 Uhr, ich hoffe, das bleibt nicht so, dann ist es tatsächlich so, dass ich sage, oh, voll cool, jetzt erstmal hier raus, weil Paul schläft ein kleines bisschen länger, beide auch, ne? Vom wirklich so Vielschläfer, der hat sich auch, braucht viel weniger Schlaf, auch durch die Ernährung, durch die Bewegung, aber egal. Raus aus dem Schlafzimmer und rein in den Tag. Und da könnte ich die ganze Welt umarmen. Und dieses, die ganze Welt umarmen und diese Freude und dieses, ja, genau, ich habe noch einen extra Punkt für dich. Punkt Nummer 6. Und diesen jeden Moment bewusst zu genießen, das ist so gigantisch. Weißt du, wenn, es ist egal, ob es ein Termin ist oder ob es Kochen ist oder ob es, ja, fürs Geschirr bin ich nicht zuständig, aber aufräumen ist, den Rucksack auspacken, den Rucksack einpacken, einkaufen gehen, arbeiten, Projektarbeit, es ist egal, weil wirklich für mich jeder Moment ein Geschenk ist. Und ich habe lernen dürfen, konnte das nämlich auch nicht, dass wenn ich wirklich jeden Moment ganz bewusst genieße und auch voll in dem Moment drin bin, dann geht das alles viel schneller. Und ich habe dann auch nicht mehr so das Gefühl, was ich früher oft hatte. Ne? Früher habe ich immer gesagt, boah, ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Ich könnte überhaupt nicht mal sagen, was ich gemacht habe. Und auf meiner To-Do-Liste sind noch mindestens 12 Punkte, die nicht erledigt sind. Also ich müsste eigentlich eine Nachtschicht einlegen. Ja, man hat überhaupt nicht mehr dieses Gefühl, Dinge tatsächlich zu erledigen, wenn du nicht bewusst dabei bist. Ich komme immer ganz gern mit dem Beispiel, du bist an der Spülmaschine ausräumen und deine Waschmaschine piepst. Ne? Die Dinger machen ja mittlerweile ganz schöne Melodien. So, und dann denkst du, oh Mist, wenn ich das jetzt nicht mache und die hört auf zu piepsen, denke ich nicht mehr dran. Also, Spülmaschine ist noch nicht ausgeräumt. Ne? Du rennst ins Bad, in den Keller, wo auch immer hin. Räumst den Trockner, wir haben ja jetzt kühlere Temperaturen, räumst den Trockner ein, siehst im Bad noch was rumliegen, das ist die Schere, die eins deiner Kinder liegen gelassen hat und du bist natürlich Mutter, Frau, Mann, wer auch immer. Und du nimmst die Schere, bringst sie aber gleich dahin, wo sie hingehört. Das ist aber nicht in der Küche, wo der Geschirrspüler ist. Also rennst du ins Wohnzimmer, siehst einen ganzen Stapel Unterlagen, den du ja ganz dringend ins Büro bringen musst. Gehst ins Büro, fragst dich deinem Büro, sag mal, was habe ich eigentlich gerade gemacht? Läufst per Zufall an der Küche vorbei, siehst die Geschirrspülmaschine und denkst dir dann, oh ja, genau, ja, da rein. Jetzt läufst aber gerade beim Handy vorbei und da poppt doch gerade irgendeine Meldung auf, ja, und dann schaust du da mal noch schnell rein. Dann nimmst du das Handy mit, machst dir ein Video an oder die Meldung oder schickst eine Sprachnachricht, während du Teller und überhaupt und die Besteck und das Besteck. Also ich bin schon gestresst, wenn ich nur darüber erzähle. Und das ist das, was so viele machen. Ja, dieses Rennen von einem Ding zum anderen, Unterbrechen der Aufgaben. Jetzt stell dir mal vor, ich habe mal einen Beitrag geschrieben, Spülmaschinen sind für Anfänger. Stell dir mal vor, du nimmst dir diese Spülmaschine vor und du gehst mit all deinen Sinnen und all deiner Liebe und all deiner Energie in das Ausräumen dieser Spülmaschine. Gigantisch, ne? Und du räumst wirklich ganz bewusst jeden Teller weg. Du kannst den Teller auch angucken. Ey, das ist Meditation pur. Da kommt Energie her. Ja, nicht weil es die Spülmaschine ist, sondern weil du ganz bewusst diesen Moment erlebst und nicht nebenher noch ganz viele andere Dinge machst. So ist es.
So, das waren 6 Tipps anstatt 5. Ich hoffe, da ist irgendwas für dich dabei, was du dir da mal rausziehen kannst. Wie gesagt, ey, probier's aus. Ja, probiert es aus. Mal heute Abend keine Kohlenhydrate und anstatt dessen Salat oder Gemüsepfanne. Probier es aus. Morgen dich mal ein bisschen zu mobilisieren, ein bisschen zu bewegen, wenn du nur mit der Hüfte wackelst. Probier es aus. Ich habe schon wieder alle meine Tipps vergessen. Dich zu entspannen, aber richtig zu entspannen. Leg dich flach auf den Boden, stell dir den Timer 2 Minuten, danach stehst du auf und machst weiter. Such dir irgendwas aus, was für dich jetzt heute, was dich angesprochen hat. Ey, berichte mir auch gern, schreib mir auch gern hier unter den Kommentaren, was du denn für dich aussuchst und warum. Ja, ich liebe es zu kommunizieren und Leute, nicht mehr lange, in einer Woche oder mehr, ich verrate es noch nicht, bin ich da in Deutschland, freue mich auf alle, die ich live zu sehen bekomme und wünsche euch jetzt noch guten Appetit, es ist Mittag, lasst es euch schmecken. Ich lege jetzt auch los mit unserem leckeren Salat. Ganz viele Grüns sind da drin. Grüns, auch kein deutsches Wort, ne? Oh, ich sag ja, mein Deutsch geht verloren. Und dann sehen wir uns im nächsten Live-Video. Bis dahin. Ciao, ciao.